Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Welcome to Nova. von Legion DE2 im Ranglistenmodus. Amon und Lukas mal wieder dabei. Ich habe jetzt aus Versehen Cortel genommen, aber das machen wir jetzt einfach so. Voigtmantha übelst stark. Holy shit. Ja, ich weiß nicht so richtig. Ja, Manta habe ich, Wark habe ich. Habe ich. Ich habe auch einen First. Doch den. Ah, beeil dich. Ja, hab ich. Metzger oder kein Metzger? Ja. Aber ich muss mich jetzt entscheiden. Aber Crab Lord oder Fürst des Todes ist auch vollkommen ausreichend. Sakura Blume. Den könnten wir jetzt schon nerven. Ja, leider nicht. Ja, ich schicke einen Robo rein für die Sakura-Blume. Zum Glück habe ich nicht gesendet im Moment. Ah, Baumkloscher, wer weiß. Sollte down gehen. Gerade so nicht. Aber das wird reichen. Reingekackt. Ja, machen wir. Ich muss nur gucken, dass ich genug auf einen Kämpferwert komme. Ich habe jetzt ein bisschen mehr. Oh shit! Ein bisschen mehr in Worker investiert gehabt. Also ein. Der Punkt hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich guck mal, was rauskommt. Aber damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Blut auf 3 ist wirklich sehr ungewöhnlich. Ich hatte das letztens schon mal. Was an sich schon eine Frechheit ist. So, wir nehmen den Walk mit. Ah, ich krieg leider keinen Robo mehr raus. Aber da machen wir noch eine Schnecke rein. Sollte reichen. Ah, ein Turtle.
Grawl hat er noch platziert. Jawohl. Du bist down. Ja, auf jeden Fall auf die Steinhauer. Vollkommen klar. Da kommen Robos wieder rein. Gerade wenn er jetzt den Grawl platziert hat. Manaros, Worker. Ja, auch keine schlechte Strategie. Healing rein. Und dann vorne auch noch den das Piratenskelett. So, wir gucken mal rüber. Ja, zwei Robos auf jeden Fall. Ich bin erstmal safe. Ja, das wird knapp. Er hat sich nochmal geheilt. Durch den Heal, ey. Der letzte Sekunden hier. Mal gucken, ich habe jetzt den Worker mehr gepusht. Schnecke geht noch mit raus. Ja, habe ich so der mehrere, kriegt trotzdem die drei Robos in die Fresse. Problem. Beide durch. Und zwar ordentlich. Ich habe gehalten. Hätte ich gar nicht so erwartet. Sehr schön. Jetzt müssen wir Einheiten bauen. Und zwar ihn hier. Der Manta wird mir viel helfen. Sind schon halb tot. Ich werde wahrscheinlich Turtles reinschicken, damit die Sakura-Blume nicht so viel wegballert. Ich könnte jetzt verkacken. Ja, mache ich auch. Ja, das hätte ich eh gemacht. Ich hätte sowieso Turtles reingeschickt. Noch ein Grawl. Ja, die Double Blue ist schon hart. Ah, sieht gut aus. Vier Turtles. Das ist heftig. So, wir könnten jetzt
natürlich so ein Mana raus aufwerten. Könntest du doch noch einen Worker leisten. Das reicht leider trotzdem nicht. Mal gucken. Oh, 4 Turtle sind schon fett. Ja, also der hat alle 2 Wellen sowieso einen Nachteil. Oh, eine Gatling Gun. Blume wieder down. Gatling Gun geht auch down, sehr schön. Sind 3 durchgekommen. Nicht so viel beim letzten Mal, aber schon gut dabei. Ja, das stimmt, der hat auch den magischen Schaden dann. Deswegen ist der etwas nervig. Ich baue jetzt den Fürst des Todes schon mal hin. Damit auch das Mana benutzt werden kann. Ganz wichtig. Sehr schön, da kommen echt viele Spawns dann doch raus. So, wenn wir den aufwerten, haben wir Plus, das ist gut. Auf jeden Fall gut bedient. Kann ich das gesamte Gold investieren in den Worker, weil Fürst des Todes nächste Welle hält. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, nehme ich auch. Habe es jetzt nicht ausgerichtet nach dem. Könnten jetzt natürlich mal einen von denen aufwerfen. Das sieht doch gut aus. Aber jetzt bis 14 sammeln ist schon eine Weile. Da kann ich mir keine Worker mehr leisten. Aber der Manta macht schon viel weg. Fürst des Todes macht viel weg. Ja, das ordentliche Ding. Und Piratenskelette. Ah nee, das war hier. Am Lukas. Jetzt sehe ich ihn. Metzger und Schattentänzer. Wenn ich den aufwerte. Vetter, sehr gut. Yeah, well, good.
So, mehr kann ich nicht machen. Ich denke mal, ich bin gut dabei. Sieht zumindest sehr danach aus. Mit dem ganzen Goblin-Koptern. Das letzte Mal aus da. Ein Löwe steht noch. Löwe tot. Ein Mana-Ross ist auch noch da. Sehr schön. Hast du sogar gehalten, Mensch. Schinke. So, den lad mal auf. Hau noch einen Worker rein. Ende. Also auf den verkaufe ich und hole noch einen Worker. Weil die so günstig sind, kann man die auch öfters mal verkaufen. Ist gar kein Problem. Ja, okay, er hat minus 7. Angriff. Ja, die Box habe ich immer noch nicht so viel gespielt. Ja, lass mich mal schauen. Er hat auf jeden Fall eine Heidegreifer drin, also muss das rein. Hackt er ja sowieso. Dann gucken wir mal, dass wir noch was rauskriegen. Aber vorerst muss sein. Kriegen wir die Rächer nicht weg. So, Manta aufwerten. Die werten wir mit auf. Hä? Kommen wir noch gut rein. Da kommt die eine Schnecke auch noch. Was soll's? Gucken wir uns das Ganze mal an. Das war wirklich ein sehr langer Save. Ja, der Rächer wird bearbeitet. Ich komme durch. Die ganzen Klone, ey. Okay, wir haben gehalten. Ich komme da auch nicht so viel durch. Klone sind zu fett. Den werden wir jetzt upgraden. Dann mache ich hier auf jeden Fall noch einen hin. Dann habe ich erstmal gut ausgesorgt. Mega Healing mit Mana und Skelett. Dazu noch ein Metzger. Wäre mega fett. Aber das ist schon stark. Ich glaube, vor einiger Zeit, vor ein paar Monaten, war das sogar in, dass die Leute das so gemacht haben. Wenn ich mich nicht täusche. Kein Joker für mich. Fast
500 runter. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, die könnten auch warten bis nächste Wave, aber gucken wir mal. Ja, okay. Vor Eis rein. Packleader natürlich rein. Ein bisschen Magic Damage wäre noch nicht schlecht. Ja, vor Eis habe ich schon, aber eine Hexe kriege ich nicht mehr hin. Das ist ja das Problem. Nee, schaffe ich nicht mehr. Der Manta ist schon aufgewertet. Könnten wir den Metzger aufwerten. Und den Rest hier noch so ein bisschen aufstocken. Mit den Goblin-Koptoren. Also ein Tausend runter, scheiße. Unser King ist noch kacke. Ich glaube, das wird sich jetzt hier entscheiden. Die Tausender sind gegen den 540er. Wir liegen wesentlich weiter drunter. Das sieht nicht gut aus. Also ich komme durch. Aber wir haben beide verkackt. Das, oh, hallo. Übelst krass. Ja, ist halt so. Und wir haben es versucht. Wollte nicht ganz aufs Late Game gehen. Im Early Game hat es ja funktioniert, aber später halt nicht mehr. Aber so ist das nun mal. Man kann auch nicht jedes Game gewinnen. Was war eine weitere Runde, Legion? Schaut euch gerne mal an, wie das mit vorbei. Das Like, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.